Hoffentlich ist kein Sprenger in der Nähe oder sowas. So, ich würde gerne tanken. Hier. Und dann fahren wir einmal nach oben, dann holen wir von oben unsere Räder, ne, für den Wolfswagen. Und dann können wir nämlich wieder runterfahren und unseren Wolfswagen mal halbwegs zusammenbauen. Die Sitze müssen auch fürs Auto spezifisch sein, oder? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt einfach den Sitz vom, ich muss eigentlich relativ straight nach Norden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme den Sitz vom Leica mit. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich nicht fahren kann. Na gut, immerhin war zwei Drittel voll. Ich glaube, das reicht für einmal hin und wieder zurück. Ich sollte aber erstmal kurz zum Dingens. Zum Wolfswagen, dass ich da nochmal meine Sachen... Oh Mann, wir können aber die Reifen ja jetzt nur einzeln mitnehmen, weil ich kann jetzt keinen mehr in der Hand halten. Oh, das ist aber doof. Das habe ich jetzt nicht bedacht bei der Idee. So, erstmal da runter. Ist doch sicher ein Dirtbike, oder? Da können wir doch hier sicher ganz gemütlich... So. Einfach ein bisschen Zeit sparen zwischendrin, dass wir nicht... Oh, wir fahren falsch. Jetzt ein bisschen nach rechts. Okay, das macht schon Spaß. Aber jetzt ein bisschen aufpassen im Wald. So. So. Wo haben wir denn? Ne, hier nach Süden. Oh nein! Okay. Warte, aber ich kann doch sicher. So. Oh nein! Nein! Bitte nicht! So eine Kacke! Was ist das denn? Und vor allem normalerweise kannst du es immer so fordern. Warte mal, das muss doch irgendwie gehen. Irgendwie komme ich hier wieder raus. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Warum passiert mir immer sowas? Das ist doch nicht euer Ernst. Kann ich mich nicht vor und zurücklehnen oder sowas? Oh nein! was? Okay. Komm. Sag mal, der wird doch wohl nicht so blöd sein und das Motorrad da nicht runterschieben können. Geh mal auf Motor und dann F. Ah, jetzt geht's wieder. Aber vorhin ging's nicht. Habt ihr gesehen, ne? Also, ihr wart live Zeugen. Das hat ja richtig viel gebracht. Mann. Ah, jetzt. Okay. Ich bin Profi. Auf vielen Gebieten. So. Ja, vielleicht fahre ich das nächste Mal wieder über die Straße. Zur Vorsicht. Okay, wo ist denn die Einfahrt? Ich glaube, ich brauche nicht reinfahren, nicht, dass ich da noch einen Haufen Zombies anlocke. Ich habe ja... Der hat ja kein Inventar, ne? Also es bringt ja nichts, ganz reinzufahren. Deswegen fahre ich jetzt nur mal vor die Tür, ne? Einfach kurz in zweiter Reihe geparkt.
so wie man es macht. Ne? Kurz Warnblinker an. Das schützt vorm Strafzetteln. Immer. Dirtbike ist Spritfresser, ähnlich wie das Boot. Ja, das Boot, das hat wirklich nicht lange gehalten. Also wir haben nicht einmal hin und zurück fahren können. Das war schon ein bisschen arg wenig bei dem Boot, das ist richtig. Und wenn es da so ähnlich ist, dann sollte ich wirklich darauf achten, dass ich da jetzt nicht zu viel durch die Gegend heize, also zu viel unnötig durch die Gegend heize. Das Blöde ist halt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zweimal hin und zurück. Den Käse nehme ich mit, der hat viele Kalorien für den Platzverbrauch. Nee, ich möchte es da reinlegen, bitte. Nein. So. Wir müssen nämlich wahrscheinlich zweimal hin und her fahren, weil wir es ansonsten nicht hinbekommen, dass wir zwei Räder hinbekommen. Vielleicht krieg... Nee, ich kriege in die Truckerjacke, glaube ich, keins rein. Na gut, wir probieren es mal bestmöglich und ansonsten müssen wir halt wirklich zweimal fahren. Check mal, ob Lichtmaschine und Batterie drin ist. Im Auto meinst du jetzt, oder? Weil ich glaube, das habe ich vorhin schon mal geschaut. So, bei der Lichtmaschine war ich mir nicht sicher. Aber Batterie haben wir hier, ne, wenn ich es richtig sehe. Hier haben wir den Motor. Und das ist, glaube ich, die Lichtmaschine da unten, oder? Es sieht zwar aus, wenn so ein Riemen fehlt, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach der Engine geschuldet ist oder sowas. Ist das die Lichtmaschine? Ich hoffe einfach mal. Kann ich das nicht irgendwie... Aktion... Ja, ja, das ist die Lichtmaschine. Okay. Na gut. Das ist ein Auto einfach für besonders große Leute, ne? Dass man sich auf die Rückbank setzen kann, dann einfach seine langen Quanten ausstrecken kann und seine langen Arme dann zum Lenkrad und dann halt so durch die Gegend fahren kann. Okay, ich gehe schon weiter. Entschuldigung. Dann fahren wir mal wieder ans andere Ende der Stadt und dann besorgen wir da die Reifen. Das wäre jetzt natürlich schön zu wissen, ob hier in der Nähe vielleicht nicht sogar noch ein anderer ist. Aber in dem Fall hoffe ich mal, dass das der Sprit einigermaßen ausreicht. Weil ansonsten wären wir vielleicht, also wenn wir jetzt nicht einmal hin und einmal wieder zurück schaffen, dann wären wir halt echt schneller gewesen, wenn wir einfach gelaufen wären. Wäre zwar nicht ganz so lustig geworden, aber... Oh Gott. So, sag mal, kannst du bitte vorne aufsteigen? Das ist doch das... Hä? Das gebietet doch der gesunde Menschenverstand. So. Da müssen wir jetzt erstmal relativ straight nach Norden. Also nach Nordosten müssen wir insgesamt. Das heißt, ich guck mal, dass ich in diese Richtung fahre. Ich habe immer das Gefühl, gleich tackelt uns ein Zombie von der Seite oder sowas. Kann man das Auto auch starten, wenn die Batterie komplett leer ist? Oder muss man es dann irgendwie... Oder kann man es dann anschieben oder sowas wenigstens? Wobei, wir haben ja das Autoladekabel. Vielleicht kann ich ja dann das Dirtbike nutzen, um das Auto anzulassen. So, jetzt sind wir hier. Na gut, ich fahre mal so rum. Warum ist das Tor gerade? Kannst du an das Bike auch einen Anhänger dranhängen? Wen frägst du? Aber ich habe auch noch nie einen Anhänger gesehen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob es geht. Wenn es geht, wäre natürlich geil, aber dann müsste ich auch erstmal einen Anhänger finden. Und ich habe hier in dem Spiel noch nie Anhänger gesehen. Aber ich fühle mich auch im Auto irgendwie sicherer. Also es ist in echt auch so. Ich bin...
ich respektiere es und ich finde es cool, wenn Leute Spaß dran haben, Motorrad zu fahren. Aber ich brauche da irgendwie schon meine vier Räder unterm Hintern. Das habt ihr nicht gesehen. Das wäre nämlich schon fast schon wieder in die Hose gegangen. Okay. So, dann können wir hier wieder aus der Stadt rausfahren. Und hier war, glaube ich... Ah ne, das war nicht am Ende von dieser, das war... Oder? Oder bin ich jetzt einfach nur zu blöd, um es mir zu merken? Doch, das war hier ziemlich in der Nähe. Da oben, glaube ich. Ich wusste doch, dass es nicht ganz im Dorf wieder ist. So. Guten Tag. Ja, tut mir leid, wenn Sie jetzt extra für die Autobesichtigung zum Probefahren hergekommen sind. Ich war zuerst da. Bleib liegen. Liegen. So. Na gut. Ich habe den Wagenheber nicht dabei. Ich habe den Wagenheber... Warte mal. Kann ich das so machen? Warum habe ich den Wagenheber nicht... Oh Mann! Oh Gott, das ist jetzt... Ich glaube, ich guck mal, ob hier Wein drin ist. So ein paar Blaubeeren. Oh, eine Mundharmonika. Kann man daraus spielen? Hallo? Warte mal. Wie spielt man die jetzt? So schon mal nicht. Was war das denn? Spielen? Ich glaube, das ist einfach nur so eine Animation, oder? Ich glaube, das ist nur eine Animation. Ja, ich glaube, das geht nicht. Okay. Na gut. Jetzt hier vielleicht noch ein Wein. Hier gibt es eine Säge. Und Brokkoli. Den können wir mal essen. Oh, aller Wein ist schon leer. Schade. Schade. Sagen Sie, wenn Sie das Auto hier verkaufen, haben Sie nicht vielleicht auch zufällig einen Wagenheber, dass ich einfach nur die Reifen abbauen kann? Das wäre super hilfreich, wirklich. Ist überhaupt jemand zu Hause? Hallo? Hallo? Ich rede mit Ihnen. Das ist jetzt aber mal unhöflich. Ja, die kann man spielen. Ja, die kann man spielen. Aber wie? Also ich habe die jetzt quasi nur an den Mund nehmen können, aber ich habe jetzt keine Töne irgendwie rausbekommen oder sowas. Aber wir hatten, bevor ich da jetzt zurückfahre, wir hatten irgendwo in einer dieser Garagen da im Norden bei der Dings, bei dem Dörfchen da, hatten wir nämlich einen Wagenheber. Ich glaube, da gehe ich eher hin, als dass wir jetzt hier unten quasi nochmal ewig, also nochmal einmal hin und wieder zurückfahren. Aber ich habe gerade noch was anderes gesehen, das würde ich jetzt gerne mal... Oder waren es die Steine und ich habe mich getäuscht? Ich dachte, ich hätte einen Pilz gesehen. Also nicht die da hinten, sondern so ein anderer mit so einer halbroten Kappe. Ich dachte, das wäre vielleicht einer der lustigen, weil der ist ja... Boah, der bringt nichts. Okay. Na gut, habe ich mich vielleicht getäuscht. Ja, dann laufen wir mal da hoch, nochmal in die Siedlung. Und gucken einfach mal da, dass wir den Wagenheber dort holen. Dann haben wir schon mal zwei, ne? Das war der einzige Grund, warum ich das gemacht habe jetzt auch. Ihr glaubt mir das eh nicht, oder? So. Okay. Gerald ist wieder so brutal zu den Zombies. Das kann ich nicht gutheißen. Keine Gewalt gegen Zombies. Hast du denn nicht gesehen, wie unhöflich der war? Also ich finde, wenn man unhöflich zu Eral ist, dann darf Eral auch gewalttätig werden.
Und vor allem ist es immer gut, wenn man von sich selbst in der dritten Person spricht. So. Ich glaube, bei den Garagen beim Polizeirevier war noch einer. So, guck mal. Dem gebe ich jetzt einfach nur eine Akupunktur. Ne? So. So. Siehst du, wie entspannt der jetzt ist? Also, jetzt will ich nochmal was hören mit Gewalt gegen Zombies, ne? So, was hat denn der dabei? Kostet dann 170 Euro. Haben sie nicht? Na gut, ihr Smartphone ist halt auch von 2003, ne? Ja gut, dann geht's diesmal aufs Haus, aber nächstes Mal will ich die 170 Euro sehen. Du bleibst da drin. Oh. So. Ja, komm, das Durchsuchen, das können wir uns sparen. Also, bei der Polizeistation. Da sollten wir eigentlich fündig werden, nochmal mit einem Wagenheber. Ich muss nur die Polizeistation wiederfinden. Ah, das war ein Schatten. Ich dachte, da würde auch ein Zombie rumrennen. Na gut, ich bin übrigens gespannt, was passiert, wenn wir das erste Mal im Bunker durchsuchen. Ich weiß nicht, wer beim letzten Stream dabei war. Beim letzten Stream hat sich dann nämlich auch rausgestellt am Abend, also nachdem wir dann Scum fertig aufgenommen hatten, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der Horror so gut ab kann. Und ich weiß nicht, wie die Bunker so aussehen. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Das mache ich dann, da bin ich dann froh, dass ich es im Stream mache, wenn sowas ist. So, fühlt man sich nicht ganz so alleine. Also ich fand es jetzt schon besser, dass wir hierher gelaufen sind, als dass wir in die andere Richtung gelaufen sind. Weil ich glaube, das hat uns doch nochmal, also nochmal gefahren sind so rum. Weil ich glaube, das hat uns jetzt einiges an Zeit gespart. Und jetzt sag mir bitte nicht, ich brauche noch irgendwie so ein Radkreuz oder sowas. Die neuen Bunker sind Horror. Ja, ich habe den Teaser gesehen vom Update. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dann passiert. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Wie gesagt, ich bin nicht so der Horrormensch. Also was heißt, ich bin nicht so der Horrormensch? Ich finde meistens die Geschichten etc. dahinter ja ganz spannend, also hinter so Horrorspielen und so. Mein Hauptpunkt bei Horror ist tatsächlich, ich hasse es halt, mich zu erschrecken. Und das Problem ist, dass beim modernen Horror, ach guck mal, so einen habe ich nämlich vorhin gesehen, dass man beim modernen Horror irgendwie, den kann man sogar so essen. Ah gut, komm. Ich dachte, das wäre vielleicht einer von den lustigen Pilzen. Dass moderner Horror sehr viel darauf basiert, dass sie halt nur mit Jumpscares arbeiten. Jumpscares sind halt einfach billiger Horror. Also streng genommen sind Jumpscares nicht mal Horror. Es ist einfach eine Art, dich zu erschrecken. Aber ein gutes Horrorspiel oder auch ein guter Horrorfilm arbeitet halt eigentlich damit, dir die ganze Zeit so dieses Gefühl zu vermitteln, dass irgendwas nicht stimmt. Weißt du, dich so rastlos zu machen, dich zu gruseln und sowas. Einfach durch die Atmosphäre. Und da spielen Jumpscares gar nicht so eine große Rolle. Und solche Sachen mag ich dann zum Beispiel, aber alles so mit Jumpscares etc., da bin ich, sagen wir, ich bin immer vorsichtig. Es ist nicht das, was ich am meisten mag. Wagenheber ist im Rucksack, ja. Habe ich extra drauf geachtet. Nicht, dass ich nochmal renne. Muss ja irgendwie seine 10.000 Schritte am Tag schaffen, ne? So, kurz einen Schluck trinken nebenbei, ganz heimlich. Ah doch, hier, guck, den habe ich nämlich vorhin gesehen, aber das ist ja dann eben dieser gewöhnliche. So, es ist egal, welche Räder ich nehme, oder? Warte. Okay, das sieht aus, als wenn die Pilze doch ein bisschen komisch waren. Na gut. So.
Pack das mal hier runter. Und ich glaube, dann wird es... Ja, nee, da werden keine zwei Räder reinpassen. Die wiegen halt auf 5 Kilo. Das heißt, die passen auch sonst nirgends rein. Das Einzige, was wir... Wobei, nee, so ein improvisierter Rucksack ist ja auch nicht so... Aber wir haben doch diesen... Oh, warum haben wir diesen Lederrucksack nicht mitgenommen? Den könnte man jetzt echt gut gebrauchen. Hm. Oder sollen wir laufen? Ich glaube, wir laufen, oder? Aber das ist schon ein ganz schönes Stück. Andererseits... Na... Wir müssen ja sowieso zweimal. Ne? Wenn wir den Sprit noch mitnehmen wollen, müssen wir eh zweimal durch die Gegend fahren. Aber beziehungsweise halt einmal laufen und dann einmal fahren. Dann können wir auch gleich zweimal fahren. Dann machen wir es so. Ich habe jetzt aber schon... Okay. Weil der hat den Rucksack gerade nicht angehabt. Ich habe gerade Angst gehabt, dass er den Rucksack abgelegt hat. So, ich glaube, hier kamen wir her, oder? Bisschen hier lang. Süden, doch. Süden klingt gut. Ab in den Süden. Irgendwann nehmen wir die ganze Stadt ein und errichten hier die neue Siedlung auf der Scum-Insel. Was auch immer das für ein Grafikbug gerade war. Das machen wir dann auf dem Community-Server. So. Ich muss noch ein bisschen weiter nach. Oh oh. Hört ihr das? Ich fahre mal besser schnell weiter. Oder? Ich fahre lieber weiter. Ich will es nicht riskieren. Sonst ist nämlich nicht nur mein Reifen weg, sondern das Motorrad wahrscheinlich auch und alles andere, was wir mittlerweile als Errungenschaft schon haben. Nach dem Neustart. So, fahre ich überhaupt richtig? Warte, hier jetzt nach. Doch, hier lang. Ah, nee, doch nicht. Okay, nach Westen muss, oder? Na gut. Eral, ich würde den Sprit sparen. Fahr eventuell lieber mit dem besten Loot, den du hast, zum Händler und fülle deinen Kontostand auf. Ja, das können wir eigentlich echt machen. Weil ich meine, wir können ja mit dem Auto immer noch nicht fahren danach, ne? Weil wir brauchen ja dann immer noch den Fahrersitz irgendwie. Doch, da hast du schon recht. Ich glaube, das machen wir. Dass wir gucken, dass wir so viel wie möglich guten Loot einpacken und dann zum Händler fahren. Ich fahre schon wieder hier rum. Mann! Und dann lieber nochmal einmal auftanken. Also das Motorrad erstmal einmal auftanken. Und dann halt erst das zweite Rad holen. Und dann müssen wir immer noch gucken, also ein Beifahrersitz wird halt echt kacke, weil den kriegen wir, glaube ich, auch nicht in den Rucksack rein. Also logischerweise, ne? Ich meine, es gibt ja gewisse physikalische Grenzen bei so einem Rucksack. Ich finde einen Reifen schon sportlich, aber ich glaube, bei einem... Ich habe den Wagen hier oben gelassen, oder? Aber ich habe ja einen im Auto. Okay, das ist nicht so wichtig. So. Doch, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Dann gehe ich jetzt einmal kurz hier wieder rein und montiere das mal ganz kurz und so. Und dann befüllen wir einfach mal unseren Rucksack mit allem möglichen Loot. Und dann fahren wir erstmal zum Händler und holen ein bisschen Kohle. So, weil dann können wir nämlich direkt wieder voll tanken. Dann sind wir auch ein bisschen besser unterwegs. Und wir brauchen halt auch immer noch den Fahrersitz. Also Sprit hin oder her, aber ohne Fahrersitz können wir halt nicht fahren, ne? Also können wir gar nichts machen.
Das ist halt ein bisschen schon der Punkt. Ist hier noch Wasser drin? Ich weiß nicht. Nee, offenbar nicht. Okay. So. Also, vorne links hast du auf jeden Fall. Ein Rad, dann gucken wir doch mal. Den Wagenheber. War gerade kurz enttäuscht. Ich habe den Wagenheber nicht sofort gesehen. So. Okay. Dann einmal montieren. Und dann würde ich gerne... Oh, jetzt fangen wir hier einfach mal an, so. Nee, nicht Service beenden. Ich muss es wahrscheinlich in die Hand nehmen, oder? So. Warum kann ich das nicht anbauen? Wahrscheinlich muss ich auf der Seite, die angehoben ist, es anbauen, oder? Ja, guck hier. So. Okay, dann können wir jetzt den Service beenden. Und das packen wir wieder ein. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn alles für Loot. Also ich glaube, die Schlösser bringen tatsächlich relativ viel. Ich würde sagen, diese Tankshirts auch. Ich packe die mal ein. Ruft gerne rein, wenn es nicht so ist. Tankpants bringt wahrscheinlich relativ viel Loot. Und sonst haben wir halt noch gar nicht so krass viel, ne? Wir haben in der Basis noch, aber die Basis ist halt ein Stückchen weg. Müssen wir da vorbeifahren? Warte mal. Na, wir können, glaube ich. Hier ist die Basis. Doch, dann lassen wir uns an der Basis vorbeifahren. Und dann von da aus zum Händler. Das ist auch nochmal ein ganz schönes Stück. Kommen wir hier drüber? Ich weiß es gar nicht. Also von hier unten nach da oben. Aber ich glaube, da sind auch Max unterwegs. Ne? Bei dem Damm. Vielleicht lassen wir das. Dann fahren wir hier lang und gehen dann hier so rum und gucken, dass wir hoffentlich mit dieser Einladung Sprit noch bis zum Händler hochkommen. Und holen aber auf jeden Fall an der Basis ein bisschen Loot ab. Gut, wenn wir halt nur 90% hinkommen, ist auch nicht so wild. Dann können wir immer noch... So, wenn wir nur 90% hinkommen, ist auch nicht ganz so krass wild. Weil dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir halt den Rest kurz laufen. So. Ich sortiere das mal kurz ein bisschen. Das triggert mich, dass es so komplett unaufgeräumt einfach ist. Ich würde zum B4-Händler fahren. Sieht weiter aus, ist aber eine gerade Strecke. B4 ist hier. Und dann hier so runter. Das macht vielleicht Sinn. Vor allem können wir da nicht aus Versehen vom Berg fallen oder sowas. Und an der Basis vorbei müssen wir aber sowieso nochmal ganz kurz. So, dann jogge ich mal ein bisschen. Und steige dann gleich wieder aufs Motorrad. Ich würde aber ganz kurz 10 Minuten Pause machen. Ganz kurz Pinkelpause, ne, dass wir alle dann frisch und erholt wieder dabei sind. Ich hoffe, ihr seid danach noch da. Würde mich mal ganz kurz hier hinstellen.